Liebe Zuschauer, am Sonntag ist es soweit. Schleswig-Holstein wählt. Schleswig-Holstein, dieses Bundesland, das vor etwa 200 Jahren zwischen Nordsee und Ostsee aufgeschüttet wurde, damit die Hamburger am Wochenende mehr Strand haben. Es ist übrigens laut Glücksatlas 2016 das glücklichste Bundesland Deutschlands. Die Menschen in Schleswig-Holstein sind am glücklichsten. Warum auch immer. Ich vermute, es ist der große Abstand zu Bayern. Es ist auf jeden Fall ein Wahlkampf. Es ist auch ein Wahlkampf, der Laune macht. Also mir zumindest. Vor allem in der jetzigen Zeit. Also zwischen Türkei-Referendum und Stichwahl in Frankreich und Wahl in Holland und Neuwahlen in Großbritannien. Und dann die Bundestagswahl bei uns im Herbst. Hat das ja gerade die gefühlte Brisanz einer Schülersprecherwahl auf der Heinrich-Heine-Gesamtschule in Detmold. Ja? Aber gerade das finde ich so gut. Ich muss sagen, ich verstehe nicht alles. Die Plakate zum Beispiel verstehe ich nur zum Teil. Das hier habe ich letzte Woche gesehen. Tobias Lose anpacken für Kiel. Warum soll ich den anpacken? Ich meine, er wirkt nicht unsympathisch, aber ich kenne ihn nicht. Ja? Ich will den nicht anpacken, auch nicht für Kiel. Oder das hier, Christian Schubert. Ja, von mir aus. Ist mir egal, ob der schubbert, aber muss das auf dem Plakat stehen? Gut, fangen wir vielleicht mal bei den Basics an, dass wir alle auch auf demselben Stand sind, Schleswig-Holstein. Es geht bei dieser Wahl im Wesentlichen ja um den Kampf Albig gegen seinen Herausforderer von der CDU. Also Ministerpräsident Thorsten Albig gegen Daniel Günther. Nachname weiß ich gar nicht, Daniel Günther. man kann es auf jeden Fall so merken, Albig und Günther, also Albig ist ohne Haare mit Ministerpräsidentenamt, Günther mit Haare, ohne Ministerpräsidenten. So kann man es merken.